Hallo, schönen guten Abend wünschen wir euch wieder. Willkommen zurück zu Life is Feudal. Wir sind heute in der Freitagsaufnahme und ich begrüße natürlich wie immer gehabt unsere Mitspieler, unseren Barock Zombolt. Coco. Unsere Silkene. Hoi. Raman Rahmador. Coco. Und natürlich Nicola. Sunny. Ich habe da schon wieder mal eine Kopfwunde. Und, ist die Schule... Kopfwunden sind ein Problem. Und ist unser Lehrer kurz in der Nähe? Einmal die Schule wieder neu besetzen. Kann ich machen, ja. Muss nur ein Baum besetzen. Der Tag hat noch nicht angefangen. Er hat, aber am letzten Tag war er nicht bei. Die Schule ist nicht besetzt. Der Tag fängt um Mitternacht an. Ich weiß, dass ich, was die Schule betrifft, derzeit ein bisschen penetrant bin. Danke. Oh, ist das mal wieder ein Murkswetter? Silkene, Schlachterarbeit für dich zu erledigen. Kein Schlachter. Du bist aber derjenige mit der großen Lanze und dem Schlachtross. Jagd, das ist was anderes. Warum? Mhm. Direkt an unserem oberen großen Lagerhaus, Richtung Monument, ein festgebackter Hirsch. Geh doch hin und knüppel ihn nieder mit dem Spaten. Haben wir nicht irgendwo noch eine Waffe? Eine scharfe? Im Waffenständer. Jetzt die Frage, welche ich davon nutzen kann. Da gab es doch solche Schwierigkeiten. Das liegt nur an deinen Skills. Oder übe ich ein bisschen Armbrustschießen. Wenn er festgebackt ist, ist er auf jeden Fall ein einfaches Ziel. Boah, übe ich ein bisschen Armbrustschießen. Leichte Armbrust, die dürfte ich tragen können. Oder haut Silkene gerade alles? Wenn du was gesagt hast, kann das gut sein, dass er schon da ist. Frage, Silkene, lebt es noch? Weggelaufen, ich reite gerade in dem Moment. Ich will ein paar Mal drauf schießen. So, dein eigener. Du hast ihn bestellt. Das heißt, ich habe jetzt hier alle Bäume um uns gefällt? Nee, nicht alle, nur ein paar. Nur so 100%. Aber umsonst war es nicht, aber vergebens. Da ist er, komm, schieß. Nee, aber so schlimm ist nicht, dass die Schraube nur ein Stück versetzt. Wieso, au, hast du dich selber abgeschossen? Nicht wirklich, aber es haut Silkene und im nächsten Moment haut es mich. Hast du ein Messer dabei? Der ist auf dich gemünzt, der leichte. Nein, habe ich nicht. Ansonsten, in 5 Minuten ist er auch noch da. Nimm ihn und trag ihn bitte gerade runter zum Lagerhaus. Kann ich nicht heben. Ich kann ihn nur häuten. Was? Ja, du kannst die nicht mehr aufheben. Oh. Ha, gab wenigstens noch ein paar Punkte.
Bogenschützen auf 38,56. Yay! Nur die Ladezeit ist mir zu gering. Wieso schießt er zu schnell? Zu langsam. Dann ist die Ladezeit aber nicht zu gering. So, dann kümmere ich mich jetzt erstmal wieder um die Fälle. Das habe ich ja beim letzten Mal wieder verpeilt. Mal Kleinsohn wieder hoch. Ja, ist er wieder da. Soll ich ihn runterziehen? Ja, mach mal. Moin. Moin, wieder da? Ja. Das ging ja schnell. Okay. Ja, wenn alles klappt, schnell. Ja, okay. Du kannst ja doch noch ein bisschen mitspielen. Ja, hatte ich mir auch gedacht. Dann willkommen in der Aufnahme. Ja, willkommen, danke. Sagen, was ist denn das da immer für ein Schatten, was da über unser Tor wischt, aber das muss die Mühle sein. Irgendwo noch ein dickes Leder? Ja. Im Lagerhaus geradeaus der Schrank direkt neben dem Webetisch. Vielen Dank.
Barock, ich muss leider enttäuschen. Waffen aus Stahl sind genauso wie Waffen aus normalem. Was ist für ein Schaden? Ist vom Schaden her relativ gleich und Haltbarkeit, also heißen sogar gleich. Die nehmen einfach nur einen Barren. Egal, ob das jetzt Stahl oder Eisen oder sonst was ist. Und das ist ja doof. Kommt dasselbe Ergebnis raus. Auch haltbarkeitsmäßig alles? Jupp. Ja, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Was macht das denn für einen Sinn? Danke. Also als Beispiel habe ich hier jetzt eine Flammenberge Qualität 52 und eine mit 65 aus Stahl. Also 52 aus Eisen und 65 aus Stahl. Ge 20 Haltbarkeit mehr. Also statt 128, 144. Na, das lohnt sich ja nicht wirklich. 4 Schadenspunkte mehr. 74 zu 79. 5 Schadenspunkte. Naja, und das ist, die Qualität, die andere stärker ist. Also. Ja. Ja, das rechnet sich ja vorne und hinten nicht. Leider, ich habe auch gedacht, dass es vielleicht besser ist, aber. Oder wenigstens Haltbarkeit höher ist. Ne? Qualität ist entscheidend, der Rest ist egal. Ach, die Lecks gehen los. Endlich mal wieder Wachstumslecks. Ich hab doch gesagt, lass uns doch die Zeit eben warten. Willst du jetzt einen Preis gewinnen? Oder? Nein. Gut, dass das nicht so laggt. Genau. Du stehst nur vor deinem Schippen. Ich stehe vor meinen Öfen, die eigentlich gegossen werden müssen. Ja, aber wenn das steht, dann steht's. Ne? Dann gießen die auch nicht weiter. Ja, genau das. Aber die Kohle verbrennt trotzdem. Beziehungsweise, wenn wir vom Server fliegen, haben die Dinger dann auch Temperaturen wieder, wenn wir rankommen? Ja, haben sie. Ah, okay. Gut zu wissen. Boah, das sieht verdächtig denn aus, dass wir gleich fliegen. Ja. Oh! Wir müssen nicht immer so negativ sein. Ah, sag du Optimist. So, ich hoffe, Nikola blickt, was ich da mit der Straße vorhabe. So
Nee, ich glaube, wenn ich den Karren nehme, ich glaube, dann werdet ihr sauer sein. Welchen meinst du? Der Karren, wo das ganze Werkzeug mit drin liegt. Der hier mit auf dem Schmiedeplatz steht. Ja. Wir haben so viele Karren. Wir haben doch für jeden einen Karren, oder nicht? Einer zu wenig. Ach so. Glaube ich. Oder steht wieder irgendwo in der Walachei einer rum. Ach nee. Na super, jetzt ist auch nochmal ein primitiver Hammerklump gegangen. In 200. Ja, haben wir. 40 sind wir jetzt, oder? Nee. Sind wir nicht 130? 230? Waren wir da nicht schon drüber? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Nee, ich bin der Meinung, wir haben 240. Das habe ich doch 230. Weil die Aufnahmen, wo ich nicht da war, die habe ich rausgenommen. Die habe ich weitergelaufen, die habe ich übersprungen. Aber trotzdem, in 230 Aufnahmen erst zwei primitive Hämmer. Ich hammer ja nicht so viel. Und das als Baumeister, traurig genug. Nein, sehr gute Qualität. Meine Hämmer kann ich wenigstens vererben. Damit macht... Können meine Enkel noch hämmern? So, Straße fertig. Jetzt muss nur noch gepflastert werden. Sag mal, haben wir zufälligerweise einen Ersatz liegen? Was, primitive? Ne. Wir haben die Holzhämmer. Das ist ja ein primitiver Holzhammer. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch einen für Nikola. Ich, wieder Hämmer könnt ihr nehmen. Ja, du, was wolltest du?
Wenn du sagst, die Straße ist fertig, braucht bestimmte Folge auch kein weiteres, wie ist es, Erde anbringen, oder? Jetzt nicht mehr, ne? Was du jetzt noch hast, kannst du mal an der Baustelle bringen. Ah, okay. Also mir kann gerne einer bei der Straße helfen. Ja, sie muss ja jetzt erstmal anfangen zu pflastern, da hat sie hier genug zu tun. Also auf Lager habe ich keine einzigen mehr, schade. Mal gucken, was der Holzhammer überhaupt braucht. Und ich glaube, zum Pflastern geht kein Schmiedehammer. Das muss ein Holzhammer oder ein primitiver sein. Knochenleim, Hartholzscheit und ein Stiel. Stiele haben wir. Hier hinten haben wir auf jeden Fall noch gutes Holz liegen. Ich sieg's mal eben schnell zusammen. Soll ich mal eben noch Schwung 4 Stück herstellen? Kannst du ja machen. Haben wir noch Stielauflager? Silkine? Ein paar. Ja gut, ein paar sind 4, das passt. Ein paar sind 2. Vier wäre ein Quartett. Ja, okay, Argument. Nur, dass ich mich nicht bei dem Turm hier verzählt habe, dann erschlage ich mich selber. Soll ich gleich mal hochkommen? Ich habe heute sowieso nichts Großartiges mehr vor. Was, um dann festzustellen, ob ich mich verzählt habe? Du weißt doch, zählen ist eine Kunst. Ja, deswegen zähle ich lieber selber. Du, zählen kann ich schon, keine Sorge. Das hat mir mal in der Schule beigebracht. Ja, bis 3, ne? Nee, schon ein bisschen höher. Ich glaube, Nikola ist hängen geblieben. Wie hast du das denn gemacht? Ich wollte absteigen und natürlich steigt sie in die andere Richtung ab. Ach, du ahnst es nicht. Okay, warte, ich befreie dich. Und ich komme auch nicht mehr wieder rauf. Sonst hätte ich gesagt, fahr den Wagen woanders hin. Selbst das geht nicht. Also, man merke, nicht dicht an Schrägen parken mit einem Pferdewagen. Weil steigt nach rechts ab und dann hängst du an der Schräge. Nicht immer, ich bin auch schon öfters oben drauf gespawnt. Wenn du ganz dicht dran fährst, dann steigst du links ab danach. Also, du steigst rechts ab, aber stehst links daneben. So, befreit. Wie teuer sind 2 Jutestoff? Pflanzenfasern jede Menge. Frag mich jetzt nicht, wie viele. Für was? Trainingspuppe. Also die Holzhammerqualität hat sich um ganze 40 Punkte bei mir verbessert. So, die Erde kannst du hier raufschütten. Dieses Feld hier muss 37 sein. Und das hier auf 39. Ich würde gern helfen bei der Erde abschütten, aber ist noch für eine Minute gesperrt. Wir haben die Ausdauerkosten für 2 Hände drastisch reduziert. Die Ausdauerkosten oder das, was du an Skill brauchst, damit du weniger brauchst? Die Ausdauerkosten. Ich kann jetzt 10, 12 Mal zuschlagen mit dem. Ja, wer hat denn sehr, hier dass das... die Voraussetzung runtergesetzt haben, dass du deshalb weniger brauchst. Wer hat denn hier das ganze Holzkreuz und quer auf die Kante geschmissen? Was? Kreuz und quer auf die Kante? Ja, bei der Belagerungswerkstatt
das Holz fein säuberlich in Reihe sortiert. Kommt man ein Stückchen weiter hoch in den Wald, alles kreuz und quer, dass es hier nicht runterrutscht. Das ist nur noch nicht wegsortiert da. So, es gibt Hämmerchen. Wer möchte einen haben? Nikola braucht einen. Die Animationen sind auch anders aus, die haben das überarbeitet. Ja, der Wagen ist frei. Dankeschön. Bitte. Ach, ihr wollt ja nochmal drei raus, richtig. Da war ja was. Ja, und das müsste jetzt die äußerste Kante vom Turm gleich sein, wo Nikola jetzt steht. Barock, wie viel Schaden hast du gemacht mit dem Einhänder? Ziemlich viel. So ungefähr. Ich weiß es nicht mehr. 50. So mit dem Volltreffer, ne? Hast du den gerade dabei? Einen habe ich am Gürtel, ja. Wirst du mal zum kleinen Lagerhaus in der Stadt kommen? Der Trainingspuppe, die da steht. Okay. Jetzt steht bei den Waffen sogar die Stärke und sowas dabei, was man braucht. Ist das schon lange? Nee. Das habe ich das letzte Mal noch nicht gesehen. Kommt mir nämlich neu vor. Aber ich glaube, die hatten irgendwas am Kampfsystem gepatcht mit dem letzten. Ja, ja, also da ist einiges überarbeitet worden, auf jeden Fall. Ja, das ist Gimli. Wo sagtest du, an welchem Lagerhaus? Am kleinen Lagerhaus in der Stadt. Ach, in der Stadt. Ach, da hinten. Okay. Da bin ich ja ganz am falschen Ende. Sag mal auf die Puppe ein. War klar, der letzte, den ich drücke. Ja, ja, ich sah gut aus. Das war jetzt ein Stich. Wie viel Schaden? 7. Okay. 13. Das läuft aber irgendwie flüssiger jetzt. Ja, ja, gell? Und guck mal hier, wenn ich mit dem hier stehe, geh mal bis zur Seite lieber. 14. Ob ich mit dem jetzt drauf einschlagen kann. Ja. Dann muss ich mal eben eine andere Waffe holen. Dann muss ich mal was ausprobieren. Weil der zeigt mir an, vom Schaden müsste ich 8 bis 78 machen. Ich mache aber immer nur 38 oder 40. Oh, man verbraucht im Kampfmodus beim Sprinten jetzt auch weniger Ausdauer. Dafür bricht er irgendwann ab und du läufst nur noch normal. Okay. Na, wenigstens haben sie bei den Steinmäuerchen es geschafft, sagt eben schnell, dass da kein Formstein rein muss. Oh ja, jetzt steht hier, wie viel Stärke die Waffe braucht. Das genau. Ist cool. Wie viel braucht deine? 46. Eine Einhand? Nein. Achso. Jetzt geholt habe. Ah, das ist die helle Barde. 23. Da musst du halt gucken, du hast jetzt drei Varianten, gell? Ja, das waren 10. Schwinge, Stich und Überkopf. 26. Ja, okay, dann ist der hier ein bisschen übler. Willst du mal versuchen zu blocken?
Was können wir machen? Oh, ich habe aber keine Rüstung an. Vorsicht. Ja, ja, ich auch nicht. Ich glaube, zwei Schläge mehr können wir nicht rammen. Willst du heilen? Ich bin gerade jetzt am Herstellen. Ja, ja, komm. Weil die Kräuter alle fertig sind. Ach so, ja, egal. Mal gucken, wer verblutet. Warte mal, ich versuche mal einen. Darf ich? Ja, ja. Aua, 40, Alter. Ja. Okay, du? Da rollt der Kopf. Oh, das ging besser. Oh. Eben. Seid ihr mit eurem Ausprobieren fertig? Fragezeichen. 30. Ja, geht noch was. Ich hab noch 90 Leben. Ja, 85. Also Blocken tut jetzt auch Schaden machen, nur halt deutlich weniger. Ja. Ja, wenn du heilen willst, ich blute. Ja gut, wenn ihr sehen möchtet, wie Raman unseren lieben Barock zusammenflickt. Wo seid ihr? Dann schaut bei ihm, denn wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abonnement, wir würden uns alle darüber freuen. Wenn ihr bei Barock schaut... Verarzte erst mich, ich verarzte ihn gerade. Wenn ihr bei Barock schaut, schaut bei mir. Wenn ihr bei mir schaut, schaut bei Barock. Und ansonsten sage ich einfach mal, wir spielen jeden Sonntag zwischen 18 und 22 Uhr. Und wenn ihr dazukommen wollt, ihr seid gerne eingeladen. Server-IP und Passwort findet ihr jeweils in unseren Videobeschreibungen. Und ansonsten sage ich einfach mal schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt am Montag eine neue Partie Life is Feudal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.